Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Empire mit Revi. Servus Leute, was geht? Willkommen zu einer Folge Empire, hallo. Und mit Mo. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Empire. So, Männer, hört mir zu. Wichtig, also, wir sind jetzt hier am Spawn. Oh, wir haben Gaia gesehen. So wie ich gerade sehe, sind wir hier alleine am Spawn. Lass uns mal ganz kurz nach unten gehen. Und vielleicht spielen wir unsere gerade so günstige Position aus. Bevor wir jetzt nach Hause zurückkehren, denke ich doch mal, sollten wir uns beim Speerclan rächen. Denn wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, der Speerclan uns diese Sattel entwendet. Der Speerclan ist es gewesen, der sich gegen uns die Kinder Gaias gestellt hat. Und ich würde sagen, jetzt gibt es eventuell eine kleine Rache beim Speerclan dafür. Wir werden ihn eine List spielen. Wir werden alle untereinander ausspielen und letztendlich dann als Gewinner dastehen. Kommt mit. Wir sind gerade komplett alleine. Wir können uns hier komplett frei bewegen. Lasst uns alles plündern, was von Wert ist, und es mitnehmen. Zurück in unsere Basis. Alles, was eigentlich uns gehört. Wo bist du hin? Oh ja, das nehme ich mit. Modus Spacko, ich dachte, du wärst Revi, ich bin dir gefolgt. Ja. Wo seid ihr denn? Los, kommt in die Hammerclan-Basis. Los, ach, in die Hammerclan-Basis. Nehmt, wie gesagt, alles mit, was von Bedeutung und Wert sein kann für uns. Wir brauchen alle Dinge, die hier sind, die wir irgendwie gebrauchen könnten. Wir nehmen einfach alles mit. Wenn hier noch irgendwo Essen oder alte Rüstung oder sowas sind, nehmt mit, was wir kriegen können. Nehmt mit, was wir kriegen können, auf jeden Fall. Wir brauchen wirklich alles, okay? Hier ist nichts mehr, passt auf. Hier ist Rüstung. Weiß nicht, ob. Vielleicht hat Kevin in seiner privaten Kammer noch irgendetwas, was ich ihm weg. Leder, ganz viel Leder. Oh, hier ist noch etwas. Ein Steinschwert, ein bisschen Essen. Sehr schön. Okay. Nehmt das Leder mit. Ja, und dann würde ich sagen, brauchen wir eine Menge Holz für ein paar Schilder, denn wir wollen ja ein paar Nachrichten hinterlassen. Bei diesen Narren von Speerclan und diesen lächerlichen, abgrundtief ekelhaften Menschen in der gelben Blume. Ich schaue mich nochmal oben um, ob vielleicht hier noch irgendwas zu finden ist. Relativ leer ist. Wenn ich ehrlich bin, vermisse ich die Zeit hier im Hammerclan schon. Das war schon schön hier. Aber wie gesagt, nachdem mir dann mein eigener Bruder den Dolch in den Rücken gestochen hat, nicht mehr so wie vorher. Ist hier noch irgendwas Sinnvolles drin? Ja. Oh, einen großen Hammer, den nehmen wir natürlich nochmal mit. Schließlich weiß ich ja, wie man damit umgeht. Sehr schön. Gut, ich würde sagen, wenn ihr Holz habt, dann gehen wir rüber und stellen ein paar Schilder auf. Und vielleicht finden wir sogar beim Speerclan noch was Sinnvolles, was wir für uns gebrauchen können. Wir müssen auf jeden Fall unbedingt zurückgehen und Mofuk und unsere anderen Reittiere zurückholen, denn die stehen gerade im Regen. Stimmt. So. Habt ihr Schilder dabei, Männer? Ja, wir haben Holz. Ich hab Holz. Sehr gut. Dann folgt mir. Wir treffen uns vor der Tür. Kommt mit. Wir lassen uns jetzt hier gemeinsam hochgehen, dann gehen wir rüber zum Speerclan. Ich kenne einen relativ direkten Weg. Boah, ich war doch noch nie. Und dann werden wir ihnen ein für alle Male beweisen, wer hier die Clevereren sind. Wer hier verdammt nochmal mit Gehirn spielt und agiert. Und wer hier von denjenigen tatsächlich die Fäden zieht, denn es sind die Kinder Gaias. Sie können sich untereinander verbünden, wie sie wollen. Doch wenn wir beginnen, Zwietracht zu sehen, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, diese zu Ja. Alles klar. Zu versagen. Okay, folgt mir hier durch. Kommt mit. Dann nochmal, schau dir an. Der Speerclan hat sogar doppelte Mauern. Das zeigt schon, wie paranoid sie sind, wie sehr sie Angst davor haben, überfallen zu werden. Kommt ruhig mit rein. Gott. Seht euch das. Oh mein Gott, was ist das denn? Seht euch das an! Was zur Hölle? Was ist das denn? Moment, sowas. Was denn? Das war. So ein Ding hat vor dem Tempel gewartet. Was? Wirklich? Sowas hatte vor dem Tempel gewartet auf mich. Das hab ich weggescheucht. Was ist das? Wartet. Kann ich. Pass auf, nicht, dass sie. Nicht, dass sie böse sind. Ist es friedlich? Alter, es ist riesig. Oh Gott, raus hier. Lieber raus. Ich glaube, sie haben sich mit dem Teufel eingelassen. Ich glaube, die haben sich wirklich mit dem Teufel persönlich eingelassen. Schaut euch das mal an. Das Ding guckt einfach durch die Wand hier. Schaut euch das an. Heilige. Normal, okay. Heilige. Ist fürs Holz. Okay. Lass uns schauen, was wir noch alles mitnehmen können. Und dann würde ich sagen, stellen wir ein paar Schilder auf. Wir sollten hier auf jeden Fall. Oh, seht euch das an. Raw Turkey. Ein bisschen Fleisch wohl für uns. Was, Männer? Das schmeckt. Das gefällt uns. Okay, lass uns hier mal ordentlich umsehen. Und mitnehmen, was wir gebrauchen können. Wie gesagt, wir sollten auf jeden Fall vorsichtig vorgehen. Aber trotzdem mit Bedacht handeln. Und wir müssen auf jeden Fall eine Nachricht hinterlassen, dass alles, was abhanden gekommen ist, Schuld der gelben Blume ist. Wir werden diese List nicht riechen. Sie werden niemals denken, dass wir hingekommen sind. Wir waren ja viel zu sehr mit unseren eigenen Dingen. Hä? Danke, Klim, für das Angebot. Wir, die Kinder Gaias, sind dir sehr dankbar. Er hat sich gar nicht für das Angebot interessiert. Nimm's zurück, die Rüstung. Nimm die Rüstung zurück. Gib sie mir, ich hab so eine noch nicht. Ja, Modus wirst du eine erhalten. Keine Sorge. Ich hab ein paar Gessen. Schaut euch mal so hier nett. Unten um. Die müssen irgendwo noch einen Lagerraum oder sowas haben. Irgendwas, wo es wertvolle Sachen sind.
Los, lass uns hier mal umschauen. Wir brauchen irgendwo. Wollen wir die Tiere töten? Oh, was haben wir hier? Nein. Das wäre stupide. Ich möchte keine Geschöpfe Gaias. Seht euch das an, was Männer. Was ist das denn? Das ist ihre Gottheit. Der Speer. Oh. Hier unten kann man da hin. Speer, wartet mal. Ich habe eine kleine Idee. Wir werden das Ganze ein wenig entweihen. Wartet mal. Und dann schreiben wir eine Nachricht, dass die gelbe Blume dahinter steckt. Gib mir einen kleinen Moment. Oh Gott, das wird funktionieren. Und sie werden sich untereinander bekriegen und uns in Ruhe an unseren Plänen schmieden lassen. Oh Gott, und die Kinder Gaias werden triumphieren. Sie wissen noch gar nicht davon, dass wir den großen und mächtigen Gott Gaia getroffen haben. Möge der lächerliche Speergott Doberinth oder wie auch immer heißt und eine lächerlich gelbe Dorian, glaube ich, heißt der. Ach, es ist mir doch egal, wie auch immer er heißen mag. Hier ist Sion. Genau an ihrem Heiligtum. Schaut euch das an, Männer, schaut euch das an. lächerlich. Oh, hier ist ihre Waffenkammer. Steinspeere. Ja, holla die Waldfee, die nehmen wir jetzt natürlich mit. Nehmt euch alles, was ihr kriegen könnt. Los! Geil. Halten wir uns, so wie sie sich bei uns verhalten haben, als dreiste Barbaren. Und dann entweihen wir noch ihre lächerliche Gottheit. Einen Holzspeer haben sie als Gott. Sie haben ihren Gott wahrscheinlich noch nicht mal in die Augen sehen dürfen, so wie wir es getan haben. Mit dem mächtigen Gaia. Seht euch das an. Seht euch an, was sie als Gott betiteln. Einen lächerlichen Speer. Ich kann es kaum glauben. Oh Gott. Bau mal bitte die Blöcke ab. Hilf mir bei dem Blockabbau. Dann können wir das ganz kurz hier ein wenig entweihen und dem ganzen Ort das gewisse Extra verleihen. Und wenn dann auch die Schilder dort stehen, werden sie wissen, dass die gelbe Blume es gewesen ist. Und dann werden sie endlich gegeneinander kämpfen und wir können in Ruhe an unserem Plan arbeiten. Seht euch das an. Alles mit Wasser überschwemmt. Los, überschwemmt alles mit Wasser bei ihnen. Überschwemmt alles mit Wasser. Nehmt euch Wasser und füllt den ganzen Raum mit Wasser auf, so wie sie es verdient haben. Ich hab leider keinen Eimer. Dafür, dass sie uns bestohlen haben. Wir erklären ihnen hiermit den Krieg. Los, füllt alles auf mit Wasser. Oh, sie haben es nicht anders verdient. Diese Narren, ihre Gottheit wird bespuckt, bepinkelt. Und sie kann sich nicht mal wehren, einem Speer nicht in der Lage zu kämpfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein. Ein Speer, mit dem man nicht kämpfen kann. Viel zu lächerlich, dass es wahr sein könnte. Aber trotzdem beten sie zu diesem Stück Kacke. Oh Gott, seht euch das an. Early Boy, ich werde die Schilder schreiben. Mo, nimm dir hier den Eimer und beginne einfach mal noch ein bisschen Wasser zu holen. Ich werde mich in der Zwischenzeit um die Schilder kümmern und dann machen wir es auf den Rückweg nach Hause, gestärkt mit den ganzen neuen Items, die wir bekommen haben. Oh Gott. So. Wir, die gelbe Blume, spucken auf eure Gottheit. Die gelbe Blume hat es sowas von verdient. Wir haben euren Tempel entweiht. Ihr seid schwach und armselig. So. Wir erklären euch. Hier ist ein weiterer Kistenraum. Hiermit den Krieg. Ihr Unhold. Ich brauche mehr Schilder. Gib mir mehr Schilder. Los. Ich hab ganz viele. Her damit. Hier. Sie werden den Braten niemals riechen. Sie werden denken, dass die gelbe Blume es gewesen ist. Hoffentlich löst das einen Krieg aus. Gelbe Blume wird euch. Euch, euren Gott und euer Lager zerstören, ihr Narren. Für die Blume oder was auch immer ihr lächerlicher Slogan ist. Okay, ich stelle noch überall Schilder auf, dass sie wissen sollen. Oh Gott. Ich werde noch überall Schilder aufstellen, dass sie Bescheid wissen, dass sie hier runtergehen sollen. Folgt den Bildern. Hier lang. Sie werden es sehen. Und dann werden sie erkennen, dass die gelbe Blume ihr Feind ist. Und dann werden sie sich gegeneinander aufhetzen und gegeneinander töten. Folgt den. Ich hoffe, unser Plan funktioniert. Bildern. Sehr gut. Wir sollten uns hier schnell verduften. Ja, bevor einer kommt. Wenn einer von denen noch kommt. Folgt den Hilde an. Wo seid ihr?
Oben hier bei ihrem Drachen. Schade, dass wir diese nicht reiten können, sonst hätten wir sie uns einfach genommen und zu Dienern Gaias gemacht. Was sind das für Tiere? Weiß es nicht. Die haben sich mit dem Teufel eingelassen. Die haben sich wahrlich mit dem Teufel eingelassen. Folgt den Schildern. Okay, Männer, wir ziehen ab. Zurück zum Spawn. Und dann verschwinden wir. Zurück in unser Lager. Die Kinder Gaias sind nun endlich auf dem Siegeszug, der ihnen zusteht. Folgt mir, springt runter ins Wasser. Wir haben einen langen Marsch vor uns und wir müssen noch unsere ganzen Manticores zurückholen. Und glaub mir, das ist eine Ansage an dich, Speerclan und Gelbe Blume. Die Kinder Gaias werden nun beherrschen. Und wir werden mit der großen und mächtigen Kraft Gaias über euch alle hinwegfegen und eure Lager und eure Körper zu Asche und modrigem Staub verpulvern.